Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu EAFC 24. Wir starten eine neue Managerkarriere. Ja, ihr habt richtig gehört, auch wenn wir Leverkusen noch gerade haben, werden wir trotzdem eine neue Karriere starten und zwar ebenfalls in Deutschland mit einem echten Trainer. Und ja, den muss ich mir kurz suchen. Wir nehmen als Trainer Roger Schmidt. Er trainiert aktuell Benfica, das werden wir ganz schnell ändern. Denn er wechselt in die dritte Liga und zwar werden wir hier nur zur Überlegung, also zu meiner Überlegung, ich habe zwischen zwei Teams hier hin und her gewechselt, einmal gegen Preußen Münster und unter Haching. Ich finde beide Mannschaften sehr interessant für eine Karriere. Ich habe mich dann aber für Preußen Münster entschieden, denn die waren schon mal in der Bundesliga, anders wie bei Unterhaching. Und wir wollen es wieder schaffen, mit Preußen Münster hier ja, den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen. Klar, wir sind in der dritten, das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem habe ich sehr, sehr viel Bock darauf. Als Stadionauswahl werden wir hier zumindest eine überdachte Fläche nehmen. Das heißt, wir nehmen das. Stadionnamen gerne in die Kommentare, das kann man ja hoffentlich noch danach machen, den Rest das werde ich jetzt einmal so lassen und dann gehen wir auch weiter. Wir spielen auf ultimativ 6 Minuten, das passt und locker passt ebenfalls und danach internationale Jobangebote wie immer nicht und damit starten wir auch rein in diese Karriere. Also, was wird das Ziel sein in dieser Karriere? Zum einen erstmal überhaupt in die Bundesliga zu kommen. Und dann ist aber das Ziel nicht, das Triple zu holen, so wie bei Leverkusen, sondern hier die Champions League zu gewinnen am Ende. Wir wollen am Ende die Champions League gewinnen. Ja, genau. Wir werden als Taktikvorlage mal Gegenpressing nehmen. Das, denke ich, passt gut. Oder, ja, ich überlege so zu spielen wie Union Berlin. Aber nee, wir werden Gegenpressing nehmen. Genau, wir können hier auch einen Coach direkt verpflichten. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich werde mal hier direkt mal den teuersten nehmen, damit wir hier einen guten Boost haben. Denn ich weiß nicht, ob der Bug irgendwie schon weg ist. Denn man konnte hier niemanden feuern. Also von den Coaches kann man keinen feuern. Ich kann gerade aktuell zum Beispiel nicht bei der Leverkusen-Karriere irgendwelche Manager feuern, was ein bisschen schade ist. Wusste ich natürlich vorher nicht. Genau, deswegen werde ich jetzt auch noch das schön überlegt angehen mit den Coaches und so gut wie möglich immer nur 5 Sterne Skiller holen. Und damit haben wir auch ein Transferbudget von 1,535 Millionen. Ich weiß, der Coach hat jetzt richtig viel weggefressen, aber egal. Denn ich bin so beim Überlegen oder vielleicht auch beim Umsetzen hier voll und ganz auf die Jugendakademie zu gehen. Hier ist jetzt, ja, ein Torwart, der richtig viel Potenzial hat, aber keine gute Gesamtstärke. Aber hier zum Beispiel Leroy schaut extrem gut aus. An sich der Kader schaut auch nicht schlecht aus. Für die dritte Liga muss ich mal gestehen, sehr, sehr breit. Es sind sehr, sehr viele Stürmer drin. Ich werde gleich nochmal die Formation anpassen, Verträge verlängern. Also wir sehen uns gleich. Ich habe eine Formation gefunden und zwar ein 4-2-2-2. Es ist auch extrem schön breit, auch für das Gegenpressing, was wir hier ausgewählt haben. Denke ich mal, wird das sehr, sehr gut sein. Genau, wir haben sehr viele Stürmer, auch sehr alte Spieler. Verträge habe ich auch verlängert, zumindest bei denjenigen, wo es sich lohnt, jetzt bei den ganz alten. Zum Beispiel hier 34, 36, da lohnt es sich nicht mehr. Bei den 30-Jährigen habe ich es zumindest hier probiert, genauso wie bei den 21-Jährigen. Aber da hat es leider nicht geklappt. Aber bei den anderen drei, die habe ich auch direkt auf die Transferliste gesetzt. Ich hoffe, das sind jetzt keine Vereinslegenden. Aber ja, die sind mir persönlich viel zu alt. Schenk ist ausgeliehen vom FC Bayern. Auch sehr interessant, hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Deswegen würde ich mal schauen und ich überlege auch ihn fest zu verpflichten. Wie gesagt, ich möchte eigentlich jetzt hier nicht mehr so viel transfermäßig machen, sondern eher auf Jugendspieler setzen. Genau, und deswegen Böckle finde ich auch interessant fest zu verpflichten. Vielleicht schaue ich mich auch nochmal um für eine Leihe oder für andere Dinge. Deswegen, wie immer, Transfervorschläge in die Kommentare, aber auch bitte realistische. Genau, und damit simuliere ich das erste Mal jetzt weiter. So, wir können das erste Mal das Testspiel-Turnier hier ausführen und da nehmen wir einfach mal das teuerste. Nur kurz zur Erklärung, wie wir es hier machen mit den Spielen. Wir werden hier 8 Spiele pro Folge spielen, das heißt
4 Spiele werden selber gezockt. 4 davon werden entweder schnell simuliert oder normal simuliert, sodass wir hier auch ein bisschen schneller vorankommen, wie zum Beispiel bei der Leverkusen-Karriere. Folgende Spieler auch auf die Transferliste gelandet. Einmal Grotte mit seinen 36 Jahren, danach kommt Nihus, Wouten, Lorenz. Ja, dessen Namen kann ich nicht aussprechen. Den habe ich auf die Transferliste gesetzt, da weil ich ihn nicht umtrainieren kann auf die Zehnerposition und am Ende noch Schacht. Denn wie gesagt, wir haben zu viele Stürmer. Wir haben die erste Testspielpartie gegen Leeton Orient und die beginnen hier mit einer 4-4-1-1 Formation und wir beginnen direkt mal mit unserer Top 11 zumindest. Ja, denke ich, dass es die ist. Wir schnell simulieren natürlich diese Partie und damit steht am Ende auch 1-1. Ein Unentschieden, das ist okay für die erste Testspielrunde. Der erste Abgang ist unter Dach und Fach und das betrifft Marc Lorenz. Da hat nämlich der Hamburger SV 580.000 geboten. Das haben wir direkt angenommen aufgrund erstmal seines Alters und seines Gehalts, denn er kostet einfach mal pro Woche 1.700 Euro und das ist auf jeden Fall viel zu viel und somit, ja, es ist zwar keine A-Note, aber eine B-Note, was auf jeden Fall in Ordnung ist. Auch hinterher kommt der Name, den ich wieder mal nicht aussprechen möchte. Er verlässt uns für 450.000. Die nächste Testspielpartie bestreiten wir gegen Salernitana und wir beginnen jetzt mal mit einer abgeänderten Formation. Und mit unserer B11 kriegen wir auch eine Klatsche im zweiten Testspiel und zwar eine Höhe von 3-0. Das letzte Testspiel bestreiten wir gegen Genua und wir simulieren einfach, denn ja, ich glaube, wir haben eh keine guten Chancen. So ist es auch, denn wir verlieren mit 2-1 gegen Genua. Zwar sehr knapp, aber am Ende, selbst wenn wir gewonnen hätten, denke ich nicht, dass wir gute Chancen auf hier den ersten Platz hätten. Das schauen wir jetzt auch nochmal schnell nach. Wir sind Letzter. Aber wir hätten auch so keine Chance mehr gehabt auf den ersten Platz. Der nächste Spieler verlässt uns und diesmal betrifft es der Torwart. Er geht nämlich für 350.000. Ich rede von Schulze Nihus. Wie gesagt, ich plane ja eh schon mit Johannes Schenk in der Hinterhand. Bevor wir jetzt ins erste Saisonspiel reingehen, müssen wir unseren Jugendtalent auf jeden Fall befördern, denn er hat sich um 6 Gesamtstärken verbessert, nur weil ich ihn auf die 10er-Position umtrainiert habe. Deswegen wird er befördert, er hat sich absolut verdient, ich bin ein bisschen sprachlos. Und damit, wie schon angekündigt, gehen wir jetzt auch in die erste Saisonpartie und die bestreiten wir gegen Lübeck, die mit einer 4-2-3-1 Formation beginnen und wir natürlich mit unserer Top 11 mit einer Änderung natürlich, denn Heil ist besser und zusätzlich darf unser Jugendtalent auch schon mitkommen, denn er ist schon fast an einen Stammplatz dran. Deswegen Schenk ist auch besser, das habe ich noch vergessen. Und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie und wollen natürlich hier Zeichen setzen in dieser Liga und wollen vielleicht hier ein kleines Unentschieden rausholen oder vielleicht sogar für Überraschungen sorgen und hier den Sieg holen. Der Gegner kommt jetzt über die Außen. Lübeck immer noch auf den Außen. Jetzt kommt die Hereingabe und auch der Kopfball und auch das Gegentor in der 6. Spielminute. Jetzt liegen wir sehr früh zurück. Bisschen nicht so gut gelaufen. Oh, wir kommen jetzt über die Außen, über Buchermann. Buchermann setzt sich durch und da kommt auch das Tor. Ich weiß zwar nicht von wem, weil ich hier noch nicht die Spielernamen weiß so richtig, aber egal, damit gleichen wir jetzt aus. Lübeck im Strafraum, Lübeck wieder aus demselben Winkel und wieder hält Schenk nicht diesen Ball, den man eigentlich halten muss und damit liegen wir wieder zurück. Nach den sehr ersten torreichen Minuten steht es dann 2-1 zur Halbzeit und dadurch liegen wir aktuell zurück und müssen deutlich mehr in Hälfte 2 machen. Grotte mit dem Eckball jetzt auf Preisinger. Preisinger kommt zum Kopfball und verwandelt ihn in der 51. Spielminute und somit gleichen wir jetzt hier aus. Die Lübecker bekommen jetzt hier vielleicht die Kontermöglichkeit, spielen jetzt hier schlau rüber, sind jetzt im Strafraum aus einem machbaren Winkel. Da wird er unglücklicherweise abgefälscht und somit holt Lübeck sich die Führung zurück. Denn Schenk wird natürlich von dem abgefälschten Ball total überrascht. Freistoß jetzt für Lübeck. Lübeck läuft jetzt an. Der erste täuscht auch an. Dann wird er rübergelegt. Da kommt die Grätsche rein. Sehr, sehr starker Einsatz. Und damit ist auch diese Partie vorbei. Und wir verlieren nämlich sehr knapp mit 2-3. Bisschen unglücklich.
Denn nach unserem Ausgleichstreffer haben wir uns ein bisschen übermütig gefühlt, haben es direkt kassiert wieder das Tor. Ja, aber als Aufsteiger ist das trotzdem okay, unseren Auftritt, finde ich zumindest. Ja, genau. Und damit schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Wuten verlässt uns und zwar geht er für 420 Euro. Ja, war ein erwarteter Transfer. Den hatten wir ja auf der Transferliste bzw. auf der Abgangliste. Zusätzlich haben wir jetzt auch noch Johannes Schenk verpflichtet. Und zwar für 300.000, das habe ich ja schon angekündigt. Auch wenn er jetzt in dieser Partie wirklich kein gutes Bild gezeigt hat, haben wir ihn trotzdem verpflichtet. Und ich hoffe, er kann hier sich gut entwickeln, sein Potenzial ein bisschen ausschöpfen. Denn er ist erst 20 Jahre alt und ich hoffe einfach, dass der trotz alledem ein guter Torwart wird. Die nächste Partie bestreiten wir gegen Unterhaching und die beginnen mit einer 4-4-2-Formation und wir beginnen mit unserer Top 11, aber ich werde es schnell simulieren. Somit gehen wir jetzt rein in die Schnellsimulation und gewinnen sogar mit 1:0 dank Schmidt, unseren Rechtsverteidiger. Wir tätigen doch einen Transfer und zwar für die 10er-Position kommt vom FC Sunderland, also aus der englischen Liga, ein absolutes Top-Talent. Und wir kennen es schon, beziehungsweise die meisten werden ihn kennen aus der Nürnberg-Karriere. Ich rede von Jude Bellingham. Er kommt zu uns, er hat ein immenses Potenzial, er ist auch schon gelernter Zehner. Wir verpflichten ihn für 1,25 Millionen und damit ist er schon absoluter Top. Ja, ein absoluter Top-Transfer, denn er ist direkt einer der Besten mit seiner 64er Gesamtstärke. Wir gehen rein in die nächste Partie und die bestreiten wir gegen Arminia Bielefeld und das wird auch für heute zumindest die letzte Partie sein. Ich weiß, ich habe gesagt 8 Partien, aber nicht in der ersten Folge, das ist nicht gut, denn ich brauche hier noch eure Transfervorschläge, so rum. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Partie gegen Arminia Bielefeld, die mit einer 4-3-3-Formation beginnen und wir natürlich mit unserer absoluten Top-11 inklusive den Debütanten Bellingham. Damit gehen wir auch rein, ich weiß, es wird extrem schwer, wir werden eher defensiv spielen. Mal schauen, wie viele Highlights wir in dieser Partie bekommen werden. Oh, Ballverlust, das ist auf jeden Fall sehr übel. Und dann kassieren wir auch das Tor. Ja, das war nicht sehr gut, dieser Ballverlust. Und dadurch, wie schon gerade eben gesagt, kassieren wir auch das allererste Tor in dieser Partie. Pass auf Grodowitzki. Grodowitzki am Ball. Grodowitzki setzt sich durch. Grodowitzki mit dem Schuss und auch den Lattentreffer. Jetzt nochmal Jude Bellingham. Und da muss der Torhüter hin, sonst würde er reingehen. Oh, Bielefeld kommt jetzt. Das ist alles sehr lückenhaft. Wirklich alles. Und dann kommt auch der Schuss. Und jetzt liegen wir sogar mit 2:0 hinten. Eckball für Bielefeld. Jetzt kommt die Reingabe rein. Jetzt wird es nochmal gefährlich. Schenk tut ihn jetzt hier raus. Aber wir bleiben jetzt auch im Ballbesitz. Gordowitzki jetzt vielleicht mit der Kontermöglichkeit. Schickt jetzt hier Batsmarz. Batsmarz ist jetzt ganz alleine vorne, muss es auch probieren. Batsmarz vorbei am Kasten. Oh, und damit ist auch die erste Hälfte vorbei, das habe ich gerade gar nicht gecheckt. Aber okay, ja, aber leider liegen wir zurück mit 2:0. Das war nicht so geplant, aber es war vorhersehbar, denn wir sind Aufsteiger. Und Arminia Bielefeld ist ja abgestiegen und somit glasklarer Favorit in diesem Duell. Oh, Fehlpass für uns, das ist gar nicht gut. Jetzt hat auch noch der Elfmeter. Och nee. Und ich kann ja so gut Elfmeter halten. Ah, oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier nochmal das Foul-Spiel. Ja. Foul ist es. Aber ob ich den Elfmeter halten werde, ich bezweifle es. Er wird auch noch in die Mitte gechippt. Das heißt, jetzt ist alles vorbei, denn wir liegen jetzt mit 3:0 zurück. Weckham. Spielt jetzt hier auf Batsmarz. Batsmarz setzt sich durch, Batsmarz zieht ab und wenigstens konnten wir einen Treffer machen und zwar in der 85. Spielminute. Die Partie wurde abgepfiffen und am Ende verlieren wir sehr verdient mit 3:1, aber es war auch wie gesagt schon sehr vorhersehbar, denn wir ja sind halt einfach noch zumindest die deutlich schwächere Mannschaft. Ich hoffe, das ändert sich bald zumindest. Ja, bis zur nächsten Saison, denn ich denke nicht, dass wir hier direkt aufsteigen werden. Der nächste Spieler, der geht, betrifft wahrscheinlich Torben Detters. So ist es auch, er verlässt uns für 300.000. Wir gucken auf die Tabelle und dann sehen wir, Arminia Bielefeld ist auf Platz 10. Danach kommen Dynamo Dresden, Ingolstadt, Sandhausen, Regensburg, Saarbrücken, Halle, Lübeck, Werl, Unterhaching, der TSV 1860, Ulm, Waldhof, Viktoria Köln, Erzgebirge Aue, Dortmund 2, Duisburg, Freiburg 2,
Rot-Weiß Essen mit 0 Punkten und wir ebenfalls mit 0 Punkten. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Wir haben gar nicht gegen Unterhaching gewonnen, sondern verloren in Höhe von 1 zu 0. Ja, man sollte auch richtig schauen können. Aber egal, beim nächsten Mal gibt es nämlich folgende Partien. Wir beginnen mit der Partie gegen Duisburg. Danach spielen wir gegen Sandhausen. Dann nach dem Deadline Day folgt Dynamo Dresden, Rot-Weiß Essen. Dann folgt Ulm. Dann Ingolstadt, nach Ingolstadt kommt Freiburg 2 und der SV Werl. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns auch morgen bei einer weiteren Folge zu Bayern 04 Leverkusen. Denn erst in 2 Tagen geht es weiter mit dieser Karriere. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.